Eintrag vor der Landtags- und Kreistagswahl, um den Wahlkampf nicht in aller Ruhe ausklingen zu lassen. Nein, wir sind heute hier, um nochmal ein deutliches, lautstarkes und kraftvolles Zeichen gegen Diskriminierung jeglicher Art im Alltag, gegen Nazis auf den Dörfern und in den Städten und selbstverständlich gegen die NPD im Landtag zu setzen. Wir fordern keine Stimme den Nazis, weder auf der Straße noch in den Parlamenten. 5 Jahre NPD sind mehr als genug und das werden wir keinen Tag länger hinnehmen. Nur wenige Meter nachdem die Demonstration begonnen hatte, ist die Polizei direkt in die Demospitze reingegangen, hat Leuten ins Gesicht geschlagen und in den Transpis durchgetreten. Was der Anlass war, ist für uns halt ein bisschen unklar, weil das halt auch seitens der Polizei nicht kommuniziert worden ist. Wir vermuten, dass es an den zusammengeknoteten Seitentransparenten liegen könnte. Ob es tatsächlich diese Ursache war, können wir halt schlecht spezifizieren, da die Demonstration nach diesem kurzen Tohuwabohu einfach weiterlaufen konnte. Aber halt dieses Auftreten der Polizei war natürlich schon schwierig an der Stelle. Aber es hat für gute Stimmung gesorgt. Ignoranz gegenüber den dunklen und vorurteilsgeladenen Initiativen der NPD hilft nicht. Widerspruch gegen die populistische Propaganda der Nazis können nicht nur Berufspolitikerinnen leisten. Dies ist auch die Aufgabe der Zivilgesellschaft und jedes und jeder Einzelnen. Setzen auch Sie sich kritisch mit der Politik und Ihren sachlichen Hintergründen in Ihrem Ort, Ihrem Kreis und Mecklenburg-Vorpommern auseinander und wehren Sie Versuche der NPD ab, aus Unwissenheit und Empörung Kapital zu schlagen. Enthüllen Sie rechte Lügen, wenn Sie bei der Arbeit sind, in der Kneipe oder beim Einkaufen damit konfrontiert werden. Widersprechen Sie einfachen Scheinlösungen und ermutigen Sie auch Ihre Mitmenschen dazu, sich einzumischen. Wake up, stand up, keine Stimme den Nazis in MV.